Und Mittwoch, 14.15 Uhr, begrüßt heute wieder der Urlaubschecker, diesmal aus Ägypten, die Zuschauerinnen und Zuschauer von Sonnenklar TV. Und ich freue mich heute, dass wir, ja, ich will mal sagen, so ein Dauerbrenner präsentieren können an unsere lieben Gäste, die das ja bestimmt schon kennen. Wer Ägypten und El Guna schon mal gebucht hat, der weiß auf jeden Fall, wo das Club Paradiso Resort liegt, nämlich an einem der schönsten Strandabschnitte hier in El Guna. Und wir warten jetzt noch auf die Fernsehzuschauer, denn wir sind ja 15 Minuten ab gleich im Fernsehen und zeitgleich hier auf der Facebook-Seite von Sonnenklar TV. Und jetzt schon mal als Info vorweg, wer gleich umschalten möchte auf das Fernsehgerät, da sind wir, wie gesagt, nur 15 Minuten online. Ich denke, dass die Begehung länger geht. Und die restliche Zeit sind wir natürlich auf Facebook, auf der Sonnenklar-TV-Seite Facebook, bis zum Schluss live. Also, wer im Fernsehen einschaltet, der kann dann nach 15 Minuten noch schnell umschalten auf die Facebook-Seite von Sonnenklar und wir zeigen dann, wie gesagt, die komplette Hotelanlage. Wir warten jetzt noch auf das kurze Okay, denn ich höre hier im Ohr die Sendung nebenzu und ich glaube, der Marc Rasch moderiert heute. Das ist ja auch so ein bisschen sein zweites Zuhause hier in El Guna, das Club Paradiso. Und natürlich ist er im November bei der Schlagerparade auch präsent. Und ich begrüße nun auch die Fernsehzuschauer an den Fernsehern zu Hause und auch die Facebook-Zuschauer aus dem Club Paradiso in El Guna. El Guna Lifestyle, El Guna Savoir Vivre, würde der Franzose sagen. Eine wunderschöne, eine kleine Stadt für sich, durchzogen durch Lagunen und hier in einem Herzstück oder in einem der schönsten Ecken von El Guna und einem der beliebtesten Hotels der deutschen Urlauber im Club Paradiso darf ich heute rumgehen. Es ist ja nicht unser erster Rundgang heute, aber der Marc moderiert. Ich habe es eben gehört im Hintergrund. Das ist auch so ein bisschen sein zweites Zuhause. Im Hintergrund sieht man die Hauptpoolanlage vom Club Paradiso. Er wird ja hier mit moderieren im November während der Schlagerparade. Und da freuen wir uns natürlich alle schon wieder drauf. Und anlässlich dieses Specials, was heute angeboten wird, zeigen wir natürlich für die Gäste, die das Club Paradiso noch nicht kennen, die komplette Hotelanlage. Und für die Stammgäste bringen wir jetzt einfach wieder mal ein Stück zweite Heimat in die Wohnzimmer oder auf die Handys, nämlich aus dem Club Paradiso. Ich schalte die Kamera um und es geht auch schon direkt los. Ich habe es eben schon mal erwähnt, die ersten 15 Minuten sind wir im Fernsehen und auf Facebook live. Und danach geht es in Facebook auf jeden Fall weiter. Das hier ist die Lobby, das Herzstück vom Hotel. Hier kommen die Gäste an, hier checken die Gäste an der Rezeption ein und hier werden sie auch, wenn irgendwas ist, von Xenia betreut. Xenia ist seit vielen Jahren schon Guest Relation hier im Hotel und da vorne steht sie und ich hole sie jetzt auch direkt ab. Herzlich willkommen, Xenia. Wir legen direkt los, dann würde ich sagen, du darfst vorgehen und ich folge dir unauffällig oder auffällig. Und wir zeigen ein bisschen was hier vom Club Paradiso. Ich habe es eben schon erwähnt, es ist eines der beliebtesten Hotels der Deutschen hier in El Guna. Und ich glaube, die Clubsprache ist tatsächlich Deutsch. Hier hat FTI Sonnenklar TV eine eigene Lounge, wo zu bestimmten Zeiten der Reiseleiter da ist, wo man Ausflüge buchen kann, Informationen einholen kann. Hier sind auch alle nochmal an einem Board angeschrieben. Meeting Point ist auch die Agentur, die die Gäste schon am Flughafen abholt und ins Hotel bringt und dann eben auch hier vor Ort immer Ansprechpartner für unsere Gäste. Gehen jetzt auf eine der Außentreppen Richtung Spa-Bereich, Entschuldigung. Und auf dem Weg dorthin kann man schon mal sehen, rechts hinter den Palmen ist der Tennisplatz. Und hinter dem Tennisplatz gibt es auch einen Squashplatz und das Gebäude hier vorne, da ist die Spa-Area und die Fitness-Area. Gleich zu Anfang schon mal erwähnt, die ganze Spa-Area ist Adults Only, also kinderfrei. Und die Spa-Area hat auch einen separaten Pool. Also wer also wirklich mal ganz in Ruhe, ohne Musik, ohne Animation, ohne Kinder, mal in Ruhe ein paar Stunden verbringen will, der ist hier am Ruhepool vom Spa Center bestens aufgehoben. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, die Kinder mal in die Betreuung zu geben. Wir haben hier einen Kids Club vormittags und nachmittags kann man da die Kinder abgeben und kann dann mal in Ruhe zu den Anwendungen gehen im Wellnessbereich oder irgendwas anderes machen,
wo es vielleicht für die Kinder langweilig ist. Hier links kann man sehen, ist der Eingang zum Kids Club. Das ist direkt vor dem Eingang zum Health Club und zur Spa Area. Wunderschön gebaut, so eine Runde, in der Mitte der Pool und drumherum die Veranstaltungsräume. Hier ist die Rezeption, wo die Kunden abgeholt werden für die Behandlung. Dann geht hier im Kreis herum die verschiedenen Massage- und Anwendungsräume. Und in der Mitte, wie gesagt, der Ruhepool. Der ist auch sehr windgeschützt. Also hier kann es schon mal ziemlich warm werden. Oder eben, wir haben ja am Roten Meer relativ starken Wind, wenn einem das den einen oder anderen Tag zu stark ist vorne am Meer, kann man auch hier sich ein bisschen zurückziehen und liegt oder sitzt ganz windgeschützt. Die zu viel gegessenen Kalorien kann man entweder mit nach Hause nehmen oder hier im Fitnessraum direkt wieder vor Ort lassen und abtrainiert und gestärkt in die nächste Mahlzeit gehen, denn wir haben ja hier All-Inclusive. Wir gehen weiter Richtung Hauptpool, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Da findet natürlich auch die Animation statt. Da findet Volleyball statt, Aquagym. Das ganze Programm, das man gerne machen möchte, kann man dort am Hauptpool wahrnehmen. Ich habe es eben schon erwähnt, wer El Gouna nicht kennt, El Gouna ist so ein bisschen das Venedig Ägyptens, eine kleine Stadt für sich, mit Lagunen durchzogen. Ich empfehle auch immer gerne, die Lagunenrundfahrt mal zu machen hier in El Gouna und El Gouna mal von der Wasserseite aus zu erkunden. Vor dem Hotel stehen immer Tuk-Tuks bereit. Da kann man sich auch mit dem Tuk-Tuk mal durch El Gouna fahren. Für ganz schmales Geld kann man da wirklich eine tolle Sightseeing-Tour aus dem Tuk-Tuk heraus machen. Natürlich für die Gäste, die zu Hause Sonnenmilch vergessen haben oder hier mehr brauchen, als sie dabei haben oder ein paar Souvenirs kaufen wollen, damit man nicht aus dem Hotel rausgehen muss, ist hier vor Ort natürlich auch für alles gesorgt. Von Tee über Kräuter, über Kleidung, über Parfüm hat man hier die Möglichkeit, schön shoppen zu gehen. Und zusätzlich, das empfehle ich trotzdem jedem, mal rausgehen in El Gouna mit dem Tuk-Tuk sich nach Downtown fahren lassen, mal an den Tamahenna-Platz gehen. Da kann man abends schön sitzen, mal einen Tee trinken und das Treiben da beobachten. El Gouna steht auch für Multikulti. Viele Ägypter haben hier ihre Ferienhäuser, Ferienwohnungen, machen hier auch ihren Urlaub. Und abends vermischt sich das alles eben in Downtown oder in der wunderschönen Marina, wo man die tollen Schiffe anschauen kann und nebenbei tolle Restaurants sehen kann. Das ist hier die Showbühne, direkt am Pool, wo eben auch Abendprogramm stattfindet, wo Animation stattfindet. Um 15 Uhr geht es hier nachher weiter mit der Animation. Wir haben Glück und erwischen gerade die Ruhezeit. Und da vorne sitzen noch zwei Stammgäste, waren insgesamt schon 14 Mal hier im Club Paradiso. Und die beiden waren schlau. Die haben sich nämlich schon die Schlagerparade eingetascht und gebucht und werden im November hier auch vor Ort sein. Und ich glaube, ihr habt es ganz richtig gemacht, ihr habt die zweite Woche noch dazu gebucht. Jawohl. Ne? Also treue Stammgäste sind das Kapital von uns allen hier. Genießt noch euren Urlaub. Danke. Wir sehen uns später noch. Danke. Hier ist die Poolbar, wo man sich Getränke holen kann. Und hier gibt es auch eine neue Sache. Es gibt hier bei der Anreise eine sogenannte, jetzt mache ich Werbung, darf ich das? Britta-Flasche, ne? Die Britta-Flasche. Die Britta ist kein Frauenvorname, sondern das ist von der Firma, die auch die Wasserfiltersysteme entworfen hat. Gibt es hier eine Flasche beim Check-in? Genau, um die Plastik zu sparen. Um eben die Plastikflaschen hier einzusparen. Deswegen gibt man hier eine große Flasche von Britta. Das ist wie so eine kleine Thermosflasche, da bleibt das Wasser auch schön kalt drin, hast du mir gesagt, ja. Xenia? Und man kann die den ganzen Urlaub nutzen, man kann sie dann am Ende des Urlaubs wieder abgeben oder man bezahlt dann den Pfand. Das ist zum Beispiel so eine Flasche. Ah, okay. Xenia klaut jetzt mal schnell bei Gästen die Flasche, damit wir die mal zeigen können. Das ist die Flasche, die man beim Check-in bekommt. Und hier kann man sich in der Hotelanlage überall dann das Wasser zapfen. Das bleibt da drin auch schön kalt.
und man kann an verschiedenen, über die ganze Hotelanlage verteilte Wasserspender die Flasche sich auffüllen. Genau. Finde ich eine tolle Idee, weil der Plastikmüll ist hier eins unserer Müllprobleme, aber auch ein großes. Und wenn man hier als Hotel schon mal ein Zeichen setzt, um das zu vermeiden, ist das natürlich eine tolle Sache. Nicht jeder schmeißt die ja wahllos weg. Aber wir haben, wie gesagt, hier am Roten Meer ziemlich starken Wind. Und da passiert es schon mal, gerade hier am Strand, dass so eine leergetrunkene Plastikflasche Wasser vom Wind weggefegt wird. Die landet ruckzuck im Meer. Und das wollen wir natürlich alle nicht unbedingt haben. So, die Stammgäste vom Club Paradiso wissen ganz genau, wo ich jetzt hier stehe. Ich stehe nämlich jetzt an dem Platz, wo Sie im November tanzen dürfen und Party machen dürfen. Denn hier findet das Live-Programm jeden Abend statt im Rahmen der Schlagerparade oder der Schlagerwoche. Und das ist ja geht am 18. November los. Also wer das buchen möchte, der sollte so buchen, dass er so ab dem 18. auf jeden Fall hier vor Ort ist. Und am spannendsten ist natürlich immer der letzte Abend, denn da gibt es ein großes Showprogramm mit allen Stars, die hier auftreten, die Woche verteilt und mehr oder weniger so eine Abschluss-Gala-Veranstaltung. Aber Sie sollen ja nicht nur abends Party machen, Sie sollen sich ja am Strand auch morgens erholen und tagsüber. Und das ist natürlich hier im Club Paradiso mit dieser tollen Strandzunge. Ich halte das Handy mal ein bisschen höher jetzt hier in dem Gimpel und mach mal so einen Schwenk. Eine wunderschöne sandige Lagune. Bei Ebbe kommt da immer noch mehr Sand raus, da kann man dann hinten auf so eine Düne vorgehen, kann sich da sonnen und kann wirklich optimal relaxen, aber auch schwimmen. Wir haben ja hier an vielen Stränden in Elguna Flachwasserebene, wo man relativ weit reinlaufen muss, bis man schwimmen kann. Das ist eben hier aufgrund der schönen Lagune nicht der Fall, man kann hier direkt schon losschwimmen. Und wer mich kennt, der weiß, dass dann auch im gleichen Atemzug eine Empfehlung kommt, nämlich auch mal einen Ausflug aufs Rote Meer zu buchen. Denn wir haben hier so schöne Riffe vorgelagert vor Elguna, wo man traumhafte Tauchgänge oder eben Schnorchelgänge machen kann. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und man hat sogar in der Woche die Möglichkeit, einen Tauchschein komplett zu machen. Also wer da Interesse hat, natürlich ist hier Dive Connection mit einer Tauchbasis vertreten. Das sind sogar deutsche Inhaber. Das ist der Nico, der das hier macht, mit der Andrea. Und da ist man bestens aufgehoben und kann auch mal so einen Schnuppertauchgang buchen, dass man überhaupt mal Gefühl fürs Tauchen bekommt, beziehungsweise fürs Schnorcheln. Also meine Herzensangelegenheit auf jeden Fall. Rotes Meer ist immer großes Kino. Und von daher macht es Sinn, das Rote Meer nicht nur anzuschauen. Die Farben sind sensationell. Aber auch mal den Kopf reinstecken und schauen, was das Rote Meer so innen drin zu bieten hat. Und Sie werden sehr überrascht sein. Die Vielfalt ist klasse. Und wir tauchen ja selber und viele Tauchkollegen von uns, die weltweit tauchen gehen, die sagen, wir kommen immer wieder gerne nach Elguna zurück. Es ist immer wieder traumhaft. So, wir sind jetzt in einem der à la carte Restaurants, was auch zum Mittagstisch geöffnet hat und ist abends. Ist das ein Fischrestaurant abends oder ein ganz normales à la carte Restaurant? Xenia? Ein à la carte Restaurant. Ganz normales à la carte. Außer donnerstags. Donnerstags unser Fischabend. Ah, ich habe doch was mit Fisch in Erinnerung. Donnerstags ist hier Fischabend. Da machen sie auch hier Werbung für. Der ist aber gegen extra Aufpreis. Der ist gegen Aufpreis. Ansonsten kann man hier mittags im Rahmen des All-Inclusive den Mittagstisch essen. Und natürlich verbunden mit diesem wunderbaren Blick auf unser Rotes Meer. Und hier auch nochmal die Aussicht von der Terrasse. Ich muss diesen Schwenk einfach machen, weil es ist wirklich immer wieder mega schön hier zu sitzen und die Aussicht zu genießen. Habe ich recht? Im Anschluss des Restaurants und auch neben der Tauchbasis gibt es da natürlich auch ein Aquacenter. Und was wäre Elguna ohne Kitesurfing? Elguna ist Ausstatter von Meisterschaften im Kiten. Und natürlich ist hier im Hotel auch eine Kitestation. Unsere Tochter hat hier ihren Kiteschein gemacht. Und dadurch, dass hier an der Seite das Wasser relativ niedrig ist, kann man hier super gut mit dem Kite lernen und einsteigen und erste Erfahrungen machen. Gehen hier am Strand ein bisschen weiter. Es könnte jetzt sein, dass es
ein bisschen ins Mikro bläst, weil wir sind jetzt hier am offenen Meer und es ist ein bisschen windiger als innerhalb der Hotelanlage. Und hier nochmal der Hinweis, die Fernsehzuschauer, wer weiter mitschauen möchte, weil wir haben natürlich noch mehr zu zeigen. Wir haben den Ruhepool noch zu zeigen und natürlich auch das Superior-Zimmer mit Poolblick, was heute in dem Package zu buchen ist, was ich Ihnen nur ans Herz legen kann, weil die Schlagerparade ist immer ratzfatz ausverkauft. Da gehen wir natürlich auch noch vorbei, damit wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ein Zimmer zeigen können. Der Strand ist wirklich sehr großzügig. Habt ihr eben den Schwenk gesehen und geht also bis hier, bis hinter das Aquacenter. Man kann hier das Hauptrestaurant sehen. Und ich verabschiede mich von den Fernsehzuschauern jetzt und freue mich auf möglichst viele Facebook-Zuschauer noch, die uns begleiten bis zum Ende des Rundgangs. Wie gesagt, wir zeigen jetzt noch das Hauptrestaurant, den Ruhepool und zum Abschluss noch der Zimmertyp, den es in dem Package heute enthalten ist, den man buchen kann für die Schlagerparade. Ich merke auch so ein bisschen, dass ich nicht mehr so in Form bin, sehr kurzatmig. Wir machen so wenig Schalten und sind so faul und laufen so wenig, dass wir tatsächlich mit so einem Rundgang ein bisschen aus der Puste kommen. Ja, ich sowieso. Ich kann jetzt, während dem Rundgang habe ich ja meistens auch die Sonne hier auf dem Handy, Fragen schlecht beantworten. Das soll aber euch nicht abhalten davon, Fragen zu stellen. Das Team vom Social Media von Sonnenklar sitzt am Rechner, schaut mit, hört mit, liest mit, beantwortet die Fragen, insofern sie beantworten können. Und ansonsten setze ich mich nach dem Rundgang hin und werde unbeantwortete Fragen noch mit Xenia zusammen beantworten. Das ist der offizielle Eingang hier zum Hauptrestaurant, wo Mittag- und Abendessen stattfindet. Ich fände es auch klasse, wenn die Facebook-Freunde diese Live-Show hier gerade teilen würden, damit wir möglichst viele Zuschauer erreichen. Denn dann haben wir den größtmöglichen Werbeeffekt und können möglichst vielen Leuten das schöne Hotel hier zeigen. Jetzt wird es natürlich gleich auch ein bisschen entspannter, denn wir gehen klimatisiert weiter. So, das Mittagessen neigt sich jetzt dem Ende zu. Das ist jetzt zu Ende, genau. Es wird jetzt abgeräumt, aber man kann auch jetzt sehen, obwohl Mittagessenzeit zu Ende ist, hier steht nichts abgegrast und leer rum. Es wird wirklich großzügig und regelmäßig aufgefüllt. Alle kriegen genug. Niemand muss sich beschweren, dass das Buffet abgegrast ist und man kriegt nichts mehr. Das ist der Rest der Buffetanlage, wo die warmen Geschichten sind. Hier stehen die Suppen. Dann gibt es hier auch Front-Cooking-Stationen, wo man sich Nudelgerichte kochen lassen kann oder wo größere Fleischstücke tranchiert werden, mit den Beilagen ausgegeben werden. Wie gesagt, die Mittagessenszeit ist jetzt vorbei. Und nach dem Essen ist ja bekanntlich bei All Inclusive immer wieder vor dem Essen. Demnächst geht es ja schon wieder los mit dem Abendessen. Hier haben wir eine Frage gerade von einer Zuschauerin. Natürlich ist das Hotel auch Weihnachten Silvester geöffnet. Das Hotel ist 365 Tage geöffnet. Nur Weihnachten Silvester ist natürlich hier absolute Hochsaison. Da muss man schauen, dass man rechtzeitig reserviert. Und das Meer hat hier im Dezember doch immer noch so um die 25 Grad. 25, 26 Grad. Januar und Februar wird es ein bisschen frischer mit 24, 23, 22 Grad. Aber im Dezember, wir waren im Dezember auf jeden Fall noch regelmäßig tauchen und im Meer. Und die Sonne hat hier ja auch im Dezember noch eine tolle Kraft. Für uns ist das immer ein bisschen schwieriger zu beantworten. Xenia rollt auch gerade so ein bisschen die Augen. Wir sind akklimatisiert, wir leben hier. Wir fangen schon ab 25 Grad an zu frieren. Und daran kann man immer so schön die Touristen feststellen. Wir laufen im Dezember schon mit langen Hosen rum und Jacke, kleiner, dünner Jacke. Und die Touristen haben die T-Shirts und die kurzen Hosen an.
Da kann man, wenn man rausgeht, immer sehen, wer könnte hier leben und wer ist Tourist. Für diejenigen, die sich später eingeschaltet haben, wir sind heute in El Guna. Man nennt es auch das Venedig von Ägypten. Eine kleine Stadt für sich, ganz separat gebaut im Norden von Hurghada, mit ganz vielen Lagunen durchzogen. Und an den Lagunen entlang schlängeln sich Hotels, private Villen, Apartmenthäuser und sorgen für einen tollen Mix. Das ist wilder Basilikum, genau. Kann man sich einen schönen Caprese machen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Zimmer. Dieser Zimmertyp nennt sich Superior mit Poolblick. Und der ist als Upgrade in dem Package, was heute anlässlich unserer Live-Schalte angeboten wird, nämlich anlässlich der Schlagerparade hier im November. Die Schlagerparade geht pünktlich am 18. November los, bis 25. November. Und wer da tageweise teilnehmen will oder eben die ganze Woche, der müsste seinen Aufenthalt entsprechend so buchen. Also es gibt nicht nur einen Ruhepool, der Adults Only ist, in der Spa-Area. Es gibt hier noch einen Ruhepool, da dürfen die Kinder allerdings auch mit. Aber das ist ohne Animation, ohne Musik und im Winter nicht beheizt. Also wer tatsächlich den Pool als Abkühlung nutzen möchte, der geht dann in den Wintermonaten hier rein. Der Hauptpool ist in den Wintermonaten geheizt. Dann fragt jemand, ob es noch das wöchentliche abendliche Dinner am Strand gibt. Ich glaube, das wird der Fischabend sein, vorne. All-Inclusive-Menü, aber das, was die Leute meinen, das war mittwochs. Das ist im Moment nicht mehr. Das findet im Moment nicht statt, das abendliche Dinner am Strand. Im Sommer vielleicht wieder. Okay, also jetzt über die Wintermonate nicht und im Sommer überlegt man, das wieder einzuführen. Damit haben wir eine Frage mehr noch beantwortet, auf dem Weg zu den Zimmern. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, es lohnt sich auf jeden Fall, auch aus diesem schönen Hotel mal rauszugehen, sich El Guna anzuschauen. Entweder auf dem Wasserweg mit einer Lagunenrundfahrt oder eben auf dem Landweg mit dem Tuk-Tuk. Kann man sich durch ganz El Guna fahren lassen. Wir sind jetzt in diesem Superior-Zimmer. Ich zeige dir erstmal den Ausblick vom Loggia-Balkon auf den Pool. Wunderschön. Die sind auch renoviert, die Zimmer. Und sehen wirklich sehr gemütlich aus. Die Minibar ist hier nicht aufgefüllt. Es ist aber eine Minibar enthalten. Es gibt jeden Tag 2 Flaschen Wasser im Rahmen des Packages. Wenn man die Minibar gefüllt haben möchte mit Soft, mit Bier, mit anderen Getränken, dann einfach Xenia oder an der Rezeption Bescheid sagen, dann wird das aufgefüllt, aber gegen Entgelt. Wir haben hier auch einen Wasserkocher. Kaffee und Tee wird auch täglich aufgefüllt, dass man sich auf jeden Fall mal morgens schon mal ein Heißgetränk machen kann. Der Ordnung halber zeigen wir das natürlich auch, dass der Safe da ist, Wäschebeutel, Gästetreatments. Hier ist die Minibar, die auf Wunsch aufgefüllt wird. Und hier geht es dann direkt ins Bad rein. Das haben sie auch schön renoviert mit Doppelwaschbecken. Dann hier in der Nische ist die Toilette. Und in der anderen Nische eine schöne, großzügige, begehbare Dusche. Shampoo und Duschgel ist vorhanden. Und somit kann man hier einen wunderschönen Urlaub verbringen. Ja, Xenia, ich glaube, wir sind durch, ne? Wir sind durch. Dann sage ich mal Dankeschön an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns hier immer so fleißig verfolgen. Und wir freuen uns, euch vielleicht im November oder schon früher, das Hotel hat wie gesagt 365 Tage auf, hier in El Guna begrüßen zu dürfen und sagen Tschüss nach Deutschland. Tschüss. Und vielleicht sehen wir uns bald hier im Club Paradiso. Jawohl. Ciao, ciao. Ciao.